Lieber Freund, ich möchte dir am Ende dieses Jahres ein herzliches Dankeschön sagen für alle Hilfen und Dienste in diesem Jahr 2021. Ich möchte dir danken für jedes Mail, auch für jeden Brief zur Ermutigung. Ich möchte dir auch danken, wo du jedes Mal Vertrauen hattest, um mir deine Anliegen zu sagen und wir haben für dich beten dürfen. Und jetzt am Anfang des Jahres 2022 möchte ich dir aus ganzem Herzen wünschen, dass dein Herz erfüllt ist von der Freude und dem Frieden, der vom Himmel kommt. Dass dein Herz erfüllt ist von dieser Liebe zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Ich wünsche dir selbstverständlich auch in dieser Zeit, dass du Gesundheit hast, so auch deine Familie. Ich möchte dir ein Wort des Herrn geben für dieses Jahr. Das steht in Jesaja, Kapitel 43, und da lese ich: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, so spricht der Herr. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erlöser. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Erlöser. Ist das nicht ein wunderbares Wort für dieses Jahr 2022? Oh, lies es und lies es, halte fest daran und besonders dann, wenn Angst in deinem Herzen emporkommt. Ich möchte dir auch noch etwas sagen. Dieses Jahr 2022 ist für mich ein Jahr, wo ich 50 Jahre im Dienste Gottes sein darf. Oh, ich möchte dem Herrn danken, dass er mir diese Zeit gegeben hat. Und in dieser Zeit durfte ich viele Menschen zu Jesus führen. Lieber Freund, ich erinnere dich auch noch, wir haben vor Weihnachten ein Glaubensseminar aufs Internet gesetzt und mit dem Titel Ein Gott, der Wunder wirkt. Oh, ich glaube, dieses Seminar wird dir Freude geben, wird dir Glauben und Hoffnung geben und in deinem Herzen wird steigen das Vertrauen. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte dich segnen, dich und deine Familie und deine Lieben, mit denen du gerade jetzt zusammen bist. Setzt euch zusammen und hört dies noch hier und da und liest zusammen dieses Wort aus der Heiligen Schrift. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.